Hallo lieber Schütze und willkommen zu deiner Chakra-Energielegung für den Herbst 2024. Ich bin Daniela und in dieser Legung schauen wir in ganz feinstoffliche Energien, die wir im Außen ja nicht immer so klar wahrnehmen, die aber subtil auf uns wirken und dennoch einen großen Effekt haben können. Wir beginnen wie immer im Wurzelchakra in Muladhara. Und das hier ist die materielle Welt, also hier kriegen wir es im Außen dann auch nochmal eher mit. Und ich habe hier die Königin der Schwerter gezogen. Das heißt, Ehrlichkeit ist ein Thema für dich. Wissen, woran du bist, andere wissen lassen, woran sie sind. So dieses Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Ja, einfach klar sein, auch dich so zeigen, wie du wirklich bist, dich nicht verstellen und eben aber auch darauf achten, wie andere Menschen sich möglicherweise in deinem Leben verstellen, was andere Leute vorgeben, zu wollen, zu denken, zu sein. Ja, wir sind im Außen eigentlich umgeben von Leuten, die uns ständig etwas vormachen. Und das ist eben für dich ein Thema in der materiellen Welt, dass du einfach genau hinschauen sollst, was andere sagen, was andere vorgeben zu sein und eben aber selber dich auch nicht verstecken sollst und eben auch ruhig Masken abziehen darfst, hinter denen du dich versteckst, sei wer du bist, ja, hab auch keine Angst, in deine Kraft zu treten. Und wir haben hier die Acht der Münzen, ja, hier geht es immer darum, eben ein Meisterstück zu schaffen, ja, und da ist es eben immer die Frage, wer begleitet uns auf dem Weg? Wer fällt uns vielleicht dann doch auch nochmal in den Rücken? Und ja, von dem her sehe ich eben auch so diese Mahnung, lass dich nicht abhalten von dem, was du vorhast und lass dich nicht aufhalten auf deinem Weg, nur weil sich bei dem einen oder anderen Menschen in deinem Leben auf einmal irgendwie etwas entpuppt, womit du nicht gerechnet hättest. Oft ist es eben so, dass uns Menschen enttäuschen, gerade dann, wenn wir auf dem Weg sind, etwas Bedeutungsvolles fertigzustellen oder wenn es darum geht, dass wir etwas geschafft haben und eine Auszeichnung bekommen, ja, ein Zeugnis bekommen, ein Zertifikat bekommen oder so, dann ist es eben ganz oft so, dass es eben doch Neider gibt an unserem Weg, die uns dann eben auch in den Rücken fallen können. Und von dem her sagen die Karten eben, sei ehrlich mit dir, sei ehrlich zu anderen und egal, was sich auf deinem Weg noch entpuppt, lass nicht zu, dass es dich davon abhält, dieses Meisterstück an Arbeit fertigzustellen, was auch immer dieses Meisterstück an Arbeit in deinem Leben ist, ja. Das kann ein Projekt sein, es kann sein, du machst dich selbstständig, es kann sein, du hast irgendetwas vorzutun, ja, wo dich so ein Klopser von außen, von anderen Menschen eben auch nochmal aufhalten und abhalten kann. Und so wie ich das in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen habe, ist der Umgang der Menschen untereinander nicht der allerbeste. Und eben je nachdem, wer uns eben in die Suppe spuckt und wie doll, kann es dann eben schon sein, dass wir uns auch mal aufhalten lassen. Und von dem her hier die Ermutigung und die Warnung, konzentrier dich auf dich, lass andere sein, wie sie sind. Ja, sei du, wer du bist und lass dich nicht aufhalten, deinen Weg zu gehen, ganz egal, wer dir in die Suppe spuckt. Wir schauen weiter ins Svadhisthana-Chakra, in das Sakralchakra, in den Bereich von Körper und Körperenergie. Und hier habe ich auch wieder die Stärke. Ja, du bist in dir, habe ich dich hier klar liegen, ja, dass einfach das Innere und das Äußere übereinstimmen, ja, und gib die Stärke nicht unterwürfig an andere ab und ja, lass sie dir vor allem, lass dir hier nicht die Suppe versalzen. So oft ist es so, wir stehen in unserer Kraft und dann kommt irgendwas und dann kippt das. Ja, also wir schauen mal noch weiter hier rein. Möglicherweise ist es auch so, dass du in irgendeiner Form nochmal neu anfängst, ja. Dass dir ein Neuanfang auch nochmal neue Kraft gibt, dass du gewisse Dinge abstreifst und hinter dir lässt, dass du
Eine Stärke ist auch noch mal unvoreingenommen an Dinge rangehen zu können, auch wenn es in der Vergangenheit schwierig gewesen ist. Einfach weil man weiß, eine neue Chance ist eine neue Chance und es hat nichts mit dem Alten zu tun. Und man muss sich im Geist und auch in der Energie manchmal ganz frei machen von diesen alten Dingen, damit sich das, was war, eben auch nicht wiederholt. Dann schauen wir weiter in Manipura Chakra. Das Ast der Scheiben. Ich sehe hier einen Grundstein für eine neue Entwicklung, die sehr wertvoll ist, ja, vor allem für deine eigene persönliche Entwicklung. Und auch nochmal Klarheit, die mit reinkommt. Klarheit, Unterscheidungsfähigkeit und eben auch Wissen, wohin es geht. Wissen, wie du etwas machst. Ja, du weißt hier genau, an welches Ziel du kommen möchtest. Ja, und wenn es sich hier richtig anfühlt, nochmal neu anzufangen, dann tu das, denn das Ergebnis könnte es dir danken. Dann schauen wir ins Herzchakra. Ja, ich sehe hier eben den Kummer. Und der Kummer, der kommt daher, dass irgendjemand irgendwie etwas macht, was nicht ganz so nett ist, was auch nicht in Ordnung ist. Ja, also manchmal braucht es eine gewisse Energie im Außen, damit die Menschen ihr wahres Gesicht zeigen, was sie immer vor uns versteckt haben. Und das kann uns in allen möglichen Konstellationen, auch bei den Menschen treffen, die uns am nahesten stehen, am nächsten stehen, wo wir denken, nee, nicht die auch noch. Und auch hier wieder so dieses Lass, diesen Kummer, was das in dir verursacht, diesen, ja, das, was sich entpuppen mag, ja, lass dich von nichts und niemandem aufhalten, deinen Weg zu gehen, denn der Weg liegt hier erfolgreich. Und es ist eben oft so, dass wenn wir in unserer Stärke stehen, erfolgreich sind, unseren Weg gehen und unsere Träume verwirklichen, uns nicht aufhalten lassen, dass es ganz viele Menschen am Wegrand gibt, die uns das neiden. Und da sagen die Karten, lass dich nicht zurückhalten, ja, lass dich nicht aufhalten von deinem Kummer. Im Halschakra haben wir hier die Prinzessin der Schwerter. Das ist eben schon eine Person, die dann teilweise auch mal harte Worte findet und sich befreit. Ja, die eben sagt, was Sache ist, die nichts mit Zuckerguss überzieht oder irgendwelche Sachen möglichst blumig ausdrückt, um möglichst spirituell zu sein oder liebevoll zu sein oder wie auch immer. Die sagt die Dinge eben so, wie sie sind. Und die bricht damit auch Brücken ab. Schlägt Türen hinter sich zu, legt Dinge, die ihr einst lieb und heilig gewesen sind, in Schutt und Asche. Aber sie tut das, um sich zu befreien. Sie tut das, um in ihre Stärke zu kommen, um neu anzufangen und ihren Weg zu gehen. Das heißt, alles, was sie tut, dient ihr selbst, auch wenn es für andere im Außen unangenehm sein kann. Dann haben wir hier den König der Kelche, ja, das heißt, ich sehe hier einfach etwas mit nahestehenden Menschen. Es kommen aber auch neue Menschen, die du durch deine Entwicklung in dein Leben ziehst, ja. Dann schauen wir in die Intuition ins dritte Auge. Du weißt, es geht immer weiter. Ja, dass alles, was passiert, irgendwo zu deinem Leben gehört, dass sich die Dinge weiterentwickeln, dass es auch für dich vorangeht. Ja, du weißt, für alles, was du im Leben verlierst, kommt irgendwann etwas Neues und möglicherweise auch etwas oder bestimmt etwas, was besser zu dir passt und deiner aktuellen, deinem Entwicklungsstand entspricht. Und du weißt, du kannst die Dinge in deinem Leben handeln und hast die Dinge auch spielerisch im Griff. Ja, du weißt, du hast alle Fähigkeiten, die du brauchst, alle Stärke, die du brauchst, um deinen Weg zu gehen. Du musst die Dinge aber auch anwenden, die du weißt und eben deiner Intuition entsprechend handeln und nicht dein Licht unter den Scheffel stellen. Und dann schauen wir
in Sahasrara, in das Kronenchakra. Ja, und auch geht es, bei dir geht es, dass du offen bleibst und dich wieder öffnest und dich nicht verschließt, nur weil hier irgendetwas dich enttäuscht, dir in den Rücken fällt, irgendwas Blödes macht einfach, ja. Ja, und es geht einfach darum, dass du diese Enttäuschung überwindest und gestärkt aus dem, was da ist, vorausgehst, ja, also herausgehst. Ja, also du weißt hier, dass alles deiner Entwicklung dienlich ist, ja, sowohl die positiven Dinge als auch die schmerzhaften Dinge. Und das, was hier liegt, das kann für dich ein großes Sprungbrett nach vorne sein in deiner persönlichen Entwicklung. Strahle. Strahle und halte dich nicht zurück. Ja, lieber Schütze, soweit ein Blick in die Chakra-Energien für dich. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Wie immer freue ich mich riesig über Likes und Kommentare und auch über Kaffee und Super Thanks. Wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.